Ich denke, das waren für uns auf jeden Fall wichtige 3 Punkte nach den letzten Wochen, die ja für uns extrem schwierig waren, gerade mit dem letzten Spiel gegen Kosovo, wo wir da sehr unglücklich verloren haben, muss man einfach so sagen, war das jetzt auf jeden Fall von uns die richtige Antwort. Wir haben eine Systemvorstellung gemacht und ich denke, die hat gut gefruchtet. Erste Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen, aber das Tor, das 1-1 vor der Halbzeit, war für uns enorm wichtig, gerade für den Kopf. Und dann sind wir in die Halbzeit gegangen, haben nochmal alle Kräfte mobilisiert und dann, ja, ich glaube, hat jeder gesehen, wie das Spiel ausgegangen ist. Wenn man die 90 Minuten betrachtet, hat das noch verdient gewonnen. Wir waren einfach ein bisschen, gerade zweite Halbzeit haben wir irgendwie den Weg von der Kabine hierher, der nun doch ein bisschen lang ist, haben wir so ein bisschen geträumt in Phasen. Haben es nicht geschafft, unser Spiel, erste Halbzeit schon ein bisschen mehr, zweite Halbzeit so weiter fortzuführen, wie wir es erste Halbzeit gemacht haben, sind wir in Führung gegangen, kriegen dann halt sehr unglücklich, halt unnötig auch so kurz vor der Halbzeit mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Und insgesamt haben wir halt bei allen drei Standards nicht so gut agiert. Ne, das ist vermeidbar gewesen, das habe ich auch zu den Jungs gesagt, aber das wirft uns nicht um. Wir haben ja auch ein paar Umstellungen vornehmen müssen und deswegen ist das alles okay. Ich denke, dass wir den Ball haben gut laufen lassen und die Zweikämpfe angenommen haben. Das haben wir in den letzten Wochen auch vermissen lassen, glaube ich, so ein bisschen. Wir waren einfach geil auf die 3 Punkte. Ich denke, das war heute der entscheidende Unterschied. Wenn man den Altersschnitt meiner Truppe sieht mit dem Altersschnitt der anderen Truppe, dann bin ich ganz froh, dass wo ich bin. Ja, da fühle ich mich persönlich wohler. Da weiß ich sozusagen, dass ich die Jungs auch so weiterentwickeln kann. Und deswegen ist das okay. Wir nehmen jetzt die Niederlage hin. Das ist jetzt seit dem ersten Spieltag die erste. War natürlich so nicht geplant. Aber es ist okay, weil wenn manchmal gibt es ja Tage, wo der Gegner einfach in gewissen Situationen Ticken besser ist. Und das war heute der Fall. Ich denke, wenn wir so spielen wie heute in der zweiten Halbzeit, dann wird es ganz schwer, uns zu schlagen, glaube ich. BU ist eine gute Mannschaft. Und da werden wir einfach gucken, dass wir auf Freitagabend bei uns ein gutes Spiel hinbekommen. Dann vielleicht mit ein paar Veränderungen, die auch sinnvoll sind, uns auch weiterbringen. Und dann wird das schon werden.